Mikrofon. Wie der Elmar sagt, angefertigt. Denn wir wollen uns bei dir bedanken, Marit. Ich krieg das nicht raus. Nicht digital. Es ist nicht digital. Wow. Der liebe Peter hat den Einband gestaltet, wie ihr gut sehen könnt, in Tipps und Dienstfarben, wie wir hoffen. Und innen drin, in dem Einband dazwischen, sind 128 Seiten, die ihr gestaltet habt. Deine Künstler, Gastkünstler, Freunde und Förderer haben sich zusammengetan und in diesem Buch dir nette Worte, ein paar schöne kleine Kunstwerke, Kunst und Kultur in geballter Form, um dir das mit auf den Weg zu geben. Danke, Herr Tim. Ja, habt ihr auch noch nicht erlebt, nicht sprachlos. Und das, wie nachts, schreibe ich da irgendwie. Ja, dafür wollte ich mich dann auch noch bei allen entschuldigen, die ich terrorisiert habe mit E-Mails. Ja, man lacht, man weiß Bescheid. Hammer. Erstmal die tollen Worte und ich kann nur eins sagen, man ist immer nur so stark wie seine Mitstreiter. Also man kann tolle Ideen haben, so ein bisschen Fantast bin ich, klar. Aber wenn dann wirklich ein Team zusammenkommt, ich habe ja auch für andere Vereinigungen schon gearbeitet und so, wo ich ja auch viele kenne, und wenn man dann wirklich Menschen findet, die ja zu ihrem Wort stehen und auch drüber hinaus was machen, ne, wo euch Elmar oder hier Inge, die von Anfang an, die hat ja schon Güterhallen, die hat das Logo entworfen, und ja, wo man sagt, boah, ich bin begeistert, ich mache, und nicht, ey, was kriege ich? Ne, weil überall draußen in der Welt, ja, was bekomme ich, was springt raus? Sondern erstmal einfach nur eine Idee und dann, ja, wie gesagt, ich bin kein Künstler, ich bin kein Musiker, kein Sänger, deshalb bin ich ja gezwungen, dort hier zu machen. Ich würde ja auch lieber mal. Aber gut, seid froh, dass ich das nicht mache. Ja, wie gesagt, ich bin heute auch sehr oft gefragt worden, ob ich traurig bin.